zu, wehret sich das Rädchen. Ohne Rast und ohne Ruh läuft uns nur das Rädchen. Jetzt sitzt ja Marie wieder am Spinnrad. Ein armes Mädchen, von morgens bis abends muss sie da sitzen und spinnen. Man müsste mal mit der Mutter reden. Müsste man, aber es traut sich ja keiner. Denn als sie durch das Tor geht, fällt von oben herab lauter Gold. Es regnet förmlich auf sie hernieder und bleibt an ihr hängen. Gold, Goldlocken, ein goldener Flor. Okay, Mann.